Herr Mienke, ich freue mich, dass Sie Zeit finden, auf dem Kongress hier uns ein paar Antworten zu geben. Sie waren Professor in Kassel, sind immer noch international tätiger Architekt, Maler und Grafiker. Was treibt Sie oder was bringt Sie zu so vielfältigen Tätigkeiten? Ja, das sind nun über 40 Jahre her, wo ich angefangen habe mit dem ökologischen Bauen, so hieß das damals als Schlagwort in den 80er Jahren. Ich hatte angefangen mit dem experimentellen Bauen, eben auch das Forschungslabor für experimentelles Bauen an der Universität in Kassel gegründet. Und weil ich weg wollte von dem konventionellen Bauen. Mich hat alles interessiert, was anders war. Ich hatte Studienreisen gemacht im Rahmen eines Sabbaticals in den USA und geguckt, was dort gemacht wird. Ich habe mit Schwefelbeton, also was man mit Abfallschwefel, einen Beton machen kann, der nur 8% der Energie benötigt wie der normale Zementbeton. Alles sowas hat mich fasziniert. Sie haben mit Reifen gebaut? Mit Altreifen haben wir gebaut. Ein Forschungsprojekt war ja Bauen mit Abfall und Überflussprodukten. Sogar von der DFG finanziert. Ein Riesenprojekt, in dem wir theoretisch 300.000 Möglichkeiten erfasst haben und dann 9 experimentelle Elemente bzw. kleine Gebäude gebaut haben. Und dann habe ich Kontakt zu Guatemala gefunden und dort gesehen, was nach dem Erdbeben alles passiert war. Und dann haben wir eine erdbebensichere Stampflehmbauweise entwickelt in meinem Forschungslabor und dann dort realisiert in Guatemala. Und so ging es los. Eine große Herausforderung war ja sicher die Finanzierung. Die haben Sie doch dann auch sicher bei Frei Otto gelernt. Also als Assistent von Frei Otto habe ich gelernt, mich mit Leichtbau zu beschäftigen. Habe aber sehr bald gemerkt, dass das doch nur ein sehr enges Betätigungsfeld ist und habe dann eben das ökologische Bauen dazu als wichtigen Schwerpunkt gesehen und bin dann langsam zur Baubiologie gekommen. Sie haben seit Jahrzehnten in der Wohnung und Gesundheit, der Zeitschrift der Baubiologen, die ja schon einige Entwicklungen durchgemacht hat, in Ihrer Perspektive, wie hat sich diese Zeitschrift verändert? Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, durch diese Zeitschrift eben ein größeres Publikum zu erreichen. Und die hat sich ja auch vom Namen her entwickelt. Sie ist ja erst nur für Baubiologie, dann für Baubiologie und Ökologie und jetzt eben für nachhaltiges Bauen. Und das ist der wesentliche Punkt für mich, das nachhaltige Bauen. Denn was nützt es, etwas Einfaches, Natürliches hinzustellen, was nur 8 oder 10 Jahre hält? Man muss ja auch auf die Langzeitwirkung achten und auf Recycling und so weiter, auf den ökologischen Fußabdruck. Also das war mir sehr wichtig und finde ich auch toll, dass die Zeitschrift sich da modernisiert hat. Was für Veränderungen bemerken Sie in der Baubiologie? Ja, dass eben die Nachhaltigkeit dort mit auftaucht als ein wesentlicher Punkt, der beachtet werden soll. Ja, ganz deutlich auch in der Namensänderung des IBN von Neubäuern nach nachhaltig. Sie haben in der letzten Wohnung und Gesundheit auch über Ihren nachhaltigen Kindergarten im Süden Chile berichtet. Das ist ja auch ein sehr nachhaltiges Projekt. Sie verwenden da Flaschen, PET-Flaschen zur Dämmung. Sie haben vermeiden, das Zement zu verwenden und haben eine erdbebensichere Fundamentierung. Wie kam es zu dem Projekt? Das war einfach von Bauherren, die mich kannten von, weiß ich nicht, Veröffentlichungen. Ich habe ja sehr viele Bücher auf Spanisch geschrieben, die gar nicht auf Deutsch erschienen sind, zum Thema Bauen mit natürlichen Baumaterialien, vor allen Dingen also mit Lehm und Pflanzen auch. Und die kamen auf mich zu und haben mir einen Entwurf gezeigt und da habe ich gleich gesagt, da mache ich nicht mit. Also das war so dilettantisch und dann ließen die nicht nach und dann habe ich denen einen Vorentwurf gemacht und dann waren sie begeistert und dann bin ich halt hingekommen, habe dann die Anfangsplanung mitgeleitet vor Ort, also wie wir die Fundamente machen, weil das war ja alles für die Leute neu. Diese sogenannten schwimmenden Fundamente, die erdbebensicher sind, ohne Beton. Das war eben meine Vorgabe. Ich möchte so wenig wie möglich oder möglichst gar keinen Beton verwenden. Und das haben wir geschafft. Wir haben diese Altreifen, die es dort auch kostenlos gibt, mit
Flusskies gefüllt, etwas eingestampft und haben dadurch ein vollkommen ausreichendes Fundament, was eben die, durch die Flexibilität, die Duktilität genügend Erdbebensicherheit ergibt. Und ja, die Flaschen, Bettflaschen und andere wurden dort nicht recycelt, sondern einfach in den städtischen Müll mit reingebracht oder in die Landschaft geschmissen, leider. Und die Eltern haben die gesammelt, 6000 Stück, und damit haben wir die ganzen Fußboden schön 40 cm hoch gedämmt. Mhm. Also wir haben Kosten erreicht mit wesentlich niedriger, also unter 700 Euro pro Quadratmeter, als dort gebaut wurde. Und das ist auch in Chile schon richtig günstig. Ja, ja, und wir haben in 5 Monaten gebaut. Also das war noch fix und fertig. Haben Sie den lokalen Lehm verwenden können? Ja, der wurde von ein paar Kilometer entfernt angebracht. Nicht direkt von der Baustelle, das war alles bewaldet und nicht. Aber wir haben das Holz aus dem Wald des Grundstücks praktisch verwendet und alles lokale Materialien. Sehr erfolgreiches Projekt. Ja, ich finde ja auch wirklich eigentlich auch für unser nachhaltiges Bauen wäre es gut, wenn wir mehr lokalen Lehm verwenden würden und näher die Baustoffe herholen würden. Sie machen ja auch aus lokalen Lehm oft Lehmkuppeln. Ja, also in meinem ersten Haus, um dann nochmal drauf einzugehen, haben wir einen Bagger, der in der Nähe auf der Baustelle war, für 15 Minuten engagiert, und da hat er uns etwa, ich glaube, 12 Kubikmeter von Lehm aus meinem Grundstück rausgeholt. Also die oberste Schicht haben wir erst abgetragen, 40 cm, um keine organischen Bestandteile zu haben. Darunter den Lehm rausgeholt. Das war genügend für meine ganzen Innenwände, die wir mit einem Stranglehmverfahren dann gefüllt haben. Das ist nur mal ein Beispiel. Damals von Ihnen entwickelt. Ja. Sie haben die Kuppeln ist etwas Neueres, die habe ich jetzt bei meinem zweiten Wohnhaus. Wir haben in den 90er Jahren, also um 90 herum, eine neue Kuppeltechnik entwickelt, um große Kuppeln mit einer minimalen Wanddicke zu erzeugen. Die größte, die wir bisher gebaut haben in einem Kindergarten bei Berlin, hat 11 Meter Durchmesser, 6 Meter Höhe, und die Lehmsteine sind nur 30 cm dick. Mit einer statisch optimierten Kurve wurde diese Kuppel errichtet. Inzwischen haben wir größere und kleinere weltweit, 50, ich habe gerade die 50. in Chile realisiert. Sie haben auch zwei Ihrer Kuppeln auf der Documenta 14 zeigen können. Ja, eine. Das andere war ein Turm, also kann man eigentlich nicht als Kuppel bezeichnen. Okay, aber ähnliche. Ja, das war eine sehr schöne Anerkennung, dass die Documenta 14 dieses mitgezeigt hat. Das war nun ein Klangraumobjekt. Es wurde dargestellt, also einmal eine spezielle Musik dafür komponiert, die man in dem Raum erleben konnte, aus Lautsprechern, die man gar nicht sehen konnte, die wurden im Lehmboden eingebaut. Und dazu hatte ich meine Meditationsbilder aufgehängt, also es war ein Erlebnis von Raum, Klang und Farbe oder Bildern. Und man saß auf einem Lehmplattform in der Mitte, also es war wirklich dieser Erdkontakt da, und man spürte und das Oberlicht oben, den Kontakt zum Himmel. Also es waren für viele Leute dort ein ganz besonderes Erlebnis, und mir wurde mehrfach gesagt, das war doch das stärkste Erlebnis der Documenta. Ja, das ist toll. Ja. Die Akustik ist in solchen Räumen ja schon besonders. Das ist sehr speziell. Sie haben jetzt ein Buch auch auf Spanisch über die akustisch. Sie haben ja immer wieder da Entwicklungen vorangebracht, auch diesen Akustischstein von der großen Kuppel, die aber im Gebrauch, wie ich höre, schon auch Probleme mit sich bringt, eben akustische Probleme, oder? Also Schallkonzentration. Ja, ich habe in meinem eigenen Haus, in dem ich jetzt seit 25 Jahren wohne, ja 5 Kuppelräume, alle Haupträume sind mit so einer Kuppel überdeckt, und habe da ja dieses Erlebnis gehabt, dieser starken Schallreflexion. Und deswegen für meine größeren Kuppel, für den Kindergarten, einen speziellen Stein entwickelt mit abgerundeten Ecken, der auch geneigt eingebaut wird. Und auskragt, ne? Auskragt und auch ein Loch hat, wo Schallabsorption entsteht. Und dadurch entsteht in so einem großen
großen Kuppelraum eine sehr gute Akustik. Gibt es da neue Forschungen oder das Buch, das auf Spanisch erscheint, ist? Das ist ein kleines Anleitungsheft für drei verschiedene Kuppelsysteme. Ein ganz einfaches, den man mit einer Schnurlehre praktisch macht, dann einer mit einer exzentrischen Lehre, etwas komplizierter, und die ganz großen Kuppeln. Das gibt es leider nur auf Spanisch. Es findet sich kein deutscher Verlag, der das für, ist zu, vielleicht zu speziell. Zu speziell, vielleicht kommt es ja noch. Ja, vielleicht. Was ist Ihnen beim ökologischen Bauen noch wichtig? Also besonders wichtig sind bei mir die Gründächer, die Dachbegrünung, weil ich das Gründach für das sinnvollste, langfristig nachhaltigste System halte. Es ist im Anfang ein bisschen teurer, aber wenn wir das berücksichtigen, dass eine Lebensdauer von weit über 100 Jahren da vorliegt, dass keine Reparatur- und Wartungskosten entstehen, ist es ja nach wenigen Jahren, nach spätestens 8 Jahren, auch ökonomisch interessant. Und Sie haben Ihre Projekte quasi alle mit Gründach gebaut? Mit einer Ausnahme in Deutschland, ein Kinderspielhaus und einigen in Indien, wo das klimatisch nicht möglich war, habe ich alle mit Gründächern gebaut und lehne auch andere Lösungen für Dächer ab. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Bauen, beim internationalen Bauen und beim Weiterentwickeln der Bauökologie und Baubiologie, und bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Pitz.